Kurzes Wort noch zu den äußeren Bedingungen. Es ist trocken, bisschen Laub auf dem Rasen, das sollte aber keine größeren Probleme hier darstellen. Wir haben circa 6-7 Grad Außentemperatur und es weht. Das dann vermutlich der größte Einfluss auf diese Begegnung, je nachdem wie es ausgehen wird, wie es verlaufen wird. Los geht's, Bayern 04 in den roten Trikots im ersten Durchgang, entsprechend von links nach rechts gegen die in dunklem Blau gekleideten Hoffenheimerinnen. Erste Möglichkeit, gleich mal dieser Ball nach vorne, gar nicht mal schlecht gespielt. Aber kein Problem für Martina Tufekovic, den Ball aufzunehmen. Favoritenrolle sicherlich eher bei den Hoffenheimerinnen. Insofern mal sehen, inwiefern sie sich dann auch genötigt fühlen, das Spiel selbst zu machen. Und inwiefern für Bayern 04 gleichzeitig die Option besteht, zu kontern auf eben Situationen zu setzen, mit denen man die Gegnerinnen weit weg vom eigenen Tor halten kann, schnell umschaltet und dann eben auch Chancen kreieren kann. Klar ist, dass Hoffenheim insbesondere mit Nicole Biller eine richtig starke, gefährliche Angreiferin vorne hat, die es auszuschalten gilt über die kompletten 90 Minuten, nach Möglichkeit vielleicht ja auch über 120 Minuten, wäre in dieser Paarung auch nichts Ungewöhnliches. Denn von den 4 Duellen im Pokal, die es gab, endeten 3 erst nach Verlängerung. Zweimal ging es dabei sogar ans Elfmeterschießen. Das gute Omen dabei, all diese 3 Duelle gewann Bayer 04. Während Hoffenheim auf der anderen Seite das einzige Spiel, das nach 90 Minuten bereits zu Ende war im DFB-Pokal zwischen diesen beiden Mannschaften, für sich entscheiden konnte, das damals deutlich mit 7:1. 2019 war das der Fall. Na, keine schlechte Situation. Mehmeti aber zurückgepfiffen, Abseitsposition. Ereleta Mehmeti war auch unterwegs mit ihrer Nationalmannschaft, dem Kosovo. Auch bei uns, ja, Nationalspielerinnen, die international gefragt waren. Jill Byings mit den Niederlanden, zweimal jeweils eine Halbzeit gespielt, gegen Costa Rica beim 4:0 Erfolg und beim 2:0 über Dänemark. Lila Turani mit Ungarn, zweimal gegen Usbekistan gespielt, beide Male gewonnen, beide Male auch über die komplette Distanz ran gemusst beim 3:0 und 5:0. Erste Möglichkeit dieser Partie. Mehmeti verpasst. Konterchance womöglich für Schwarz-Rot. Gräve. Aber erstmal der Ball sicherheitshalber hintenrum. Auffällig, wie viele umkämpfte Zweikämpfe es in diesen ersten Momenten gibt, im Mittelfeld vor allem. Beide Teams dabei jeweils noch ein gutes Stück vom gegnerischen Tor entfernt, aber viele enge Duelle, die wir da schon sehr früh zu sehen bekommen. Wirtz. Friedrich wieder rüber auf Juliane Wirtz. Alexandra Emmerlingen. Na, rutscht da weg. Elisa Sens, die Kapitänin im Mittelfeld, ganz starke Vorstellungen. Auch gegen Hoffenheim in der Liga. Und der Hoffenheimer Coach Gabor Galay sagte, ja, auch auf sie gilt es besonders zu achten. Mal sehen, was sie zeigen kann.
insgesamt diese ersten 5 Minuten eher in unserer Hälfte. Krumbigel mit dem Einwurf nach vorne. Na, ganz gut abgelegt. Chance für die Hoffenheimerinnen ist da. Schuss aus der zweiten Reihe. Katharina Naschenwenk letzten Endes mit dem Abschluss übers Tor. Eine von insgesamt 3 Österreicherinnen in der Startformation der Hoffenheimerinnen. Da den Ball nach vorne durchzustechen, in diesem Falle nicht richtig aufgegangen. Guter Einwurf nach vorne. Guter Zweikampf, da könnte was gehen. Ja, dann aber lieber den Ball hinten rumgespielt. Wieder Wirtz. Und Anna Klink. Gut, dass sie wieder zur Verfügung steht. Das ist natürlich auch der Vorteil einer Länderspielpause, dass die Chance, dass Spielerinnen danach wieder einsatzbereit sind, deutlich erhöht ist. Wochen zuvor waren durchaus intensiv. Einige gute Spiele, die das Team absolviert hat, ohne sich am Ende zu belohnen. Mangelnde Chancenverwertung waren bei den 3 Niederlagen vor dem 6-0 gegen SGS Essen ein absolutes Thema. Dann eben der Erfolg über die Essenerinnen und leider dann eben vor der Länderspielpause unmittelbar davor die Niederlage gegen den heutigen Gegner. Aber Punkt Chancenverwertung, einer, bei dem man zumindest gegen Essen das Gefühl hatte, das könnte abgestellt sein. Gegen Hoffenheim wiederum waren Gelegenheiten da, die Partie auch auszugleichen. Aber dennoch macht es auch deutlich, dass das Team spielerisch absolut in der Lage ist, sich Chancen herauszuspielen. Und das ja fast immer die beste und wichtigste Voraussetzung, um am Ende auch, was das Tore-Schießen angeht, erfolgreich zu sein. Ball hinten rum. Klink. Gut geöffnet auf die rechte Seite. Alexandra Emmerling, die bearbeitet wird und dann auch den Ball verliert. Naschenweng. Aber auch bei Hoffenheim zumeist der Pass lieber erst nochmal über die Defensivpositionen. Beide Teams gehen da bislang eher mit der Devise heran, hier wenig zu riskieren. Denn klar ist natürlich auch, ein Pokalspiel hat, um jetzt mal wieder ganz tief in die Phrasenkiste zu greifen, seine eigenen Gesetze, und sobald hier ein Tor fällt, verschiebt sich eben doch nochmal deutlich mehr als bei einem normalen Ligaspiel aufgrund der Brisanz, die der DFB-Pokal eben mit sich bringt.
Feldkamp. Ja, nicht ganz genau mit diesem Pass. Und Amira Fauri, die gut raufgegangen ist, versucht hat, die Hoffenheimer Torhüterin sofort unter Druck zu setzen. Na, Situation abgepfiffen. Krumbiegel, die da getroffen wurde. Entschuldigung von Elisa Sens, kam sofort. Sah jetzt auf den ersten Blick nicht weiter schlimm aus. Aber da sehen wir es nochmal. Krumbiegel dann letzten Endes unglücklich in die Bande gefallen. Hoffentlich nichts Schlimmeres bei ihr. Steht aber auch schon wieder. Kann offensichtlich weitermachen. Guter Weiterball raus auf die rechte Seite. In der Mitte Biller, dazu Harsch. Und Unterstützung kam letzten Endes durch Dongus, die da erstmal ja, ein bisschen auf die Zähne beißen muss. Kapitänin Fabienne Dongus, 28 Jahre alt. Letztlich auch schon seit 2013 bei der TSG Hoffenheim, die im Übrigen viele Spielerinnen auch im aktuellen Kader aus der eigenen Jugend hat. Ähnlich wie bei uns. Da könnte was gehen über Bayings. Flanke aus dem Halbfeld. Ja, nicht so verkehrt. Krumbiegel am Ende diejenige, die aufgepasst hat. Sens und Fröhlich gegen Higgelsberger. Higgelsberger setzt sich durch, spielt den Ball gut in den Rückraum der Abwehr. Und letztlich der Abschluss von Mehmeti. Keine ganz große Herausforderung für Anna Klink, aber da hatte Hoffenheim schon mal wieder deutlich gemacht, wie schnell sie in der Lage sind, nach vorne zu kommen. In diesem Falle eben über Julia Higgelsberger auf der rechten Seite, die in der Lage war, gegen zwei Gegenspielerinnen sich durchzusetzen, Tempo reingebracht hat und dann auch gesehen hat, dass im Rücken der Abwehr gleich zwei Mitspielerinnen gut positioniert waren. Glücklicherweise dann eben der Abschluss nicht ganz genau. So, Standardsituation. Und Anna Klink weiß, dass da durchaus was Gefährliches auf sie zukommen könnte. Insbesondere Franziska Harsch mit ihren 1,82. Eine Spielerin, die da heraussticht, orientiert sich Richtung zweiten Pfosten. Wäre auch fast rangekommen. Ja, und der Schuss ans Außennetz war auch nicht verkehrt. Chantal Hagel, die da gleich eine ganze Menge reingelegt hat in diesen Abschluss. Sich dafür aber zum Glück nicht belohnen konnte. Achtung, Hoffenheim kommt zur Chance und trifft 1-0. Ereleta Mehmeti mit dem Führungstreffer für die Gastgeberin. Ärgerlich, die Art und Weise, wie das passiert ist, wie es entstanden ist. Schauen wir es nochmal an und sehen hier den Führungstreffer.
Wie umgehen mit diesem Gegentreffer? Am besten von der Moral her ähnlich wie in der Liga. Als das Team trotz 0:2 Rückstand eben auch herangekommen ist, in der Lage war, Chancen zu kreieren, das 1:2 erzielt hat, auch wenn es dann letzten Endes eben nichts mit einem Punkt wurde. Guter Ball nach vorne für Amira Faoui. Na, nicht ungefährlich. Und der Ball wieder lang nach vorne. Kurzer Blick vielleicht mal auf die anderen Partien, die im Rahmen dieses DFB-Pokal-Achtelfinals stattfinden, beziehungsweise schon stattgefunden haben. Gestern gab es die erste Hälfte der Begegnungen. Leipzig gewann mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Durchaus eine Überraschung. Carl Zeiss Jena setzte sich mit 4:2 gegen den SC Sand durch. SGS Essen war mit 1:0 über Werder Bremen erfolgreich. Und Bayern München letztlich mit 7:0 gegen Duisburg. Dann doch ein ziemlich deutliches Statement gesetzt. Heute zeitgleich mit uns Turbine Potsdam gegen den 1. FC Köln und der SC Freiburg, der gegen Meppen spielt, bereits mit 1:0 führt und um 14 Uhr dann beginnt das Duell zwischen Nürnberg und Wolfsburg. Und direkt im Anschluss, um 16.15 Uhr etwa, wird Marie-Louise Ether bei Sky dann die Viertelfinalpaarungen ziehen. Wird also bereits heute Nachmittag, heute Abend feststehen, wie die Viertelfinalpaarungen aussehen. Gespielt wird letzten Endes am 28. Februar und 1. März. Also noch ein gutes Stück bis dahin. Planungssicherheit hat man aber sehr frühzeitig, hoffentlich dann auch mit Beteiligung von Bayer 04. Aber bis dahin ist noch ein relativ langer Weg zu gehen.
Allen voran beim aktuellen Zwischenstand. Freistoß Feldkamp. Gefährlicher Ball für Hagel. Wird's gut aufgepasst. Da nochmal. Letzten Endes Juliane wird's auf Nummer sicher gegangen. Ecke durch Naschenweng. Na, gefährlich Richtung zweiten Pfosten. Harsch auch an den Ball gekommen, glaube ich. Oder war es Billa? Jedenfalls der Zweikampf gegen Nicole Billa zurückgepfiffen. Gut 20 Minuten absolviert. Wir sehen keine schlechte Partie. Hoffenheim führt hier mit 1:0, hat bis zum jetzigen Zeitpunkt etwas mehr Richtung Offensive getan. Ein Chancenfestival ist es beidseitig noch nicht, aber eine sehr intensive Partie. Beide Mannschaften schenken sich relativ wenig, viele umkämpfte Duelle. Teilweise mal ganz gute Kombinationen, die wir auch zu sehen bekommen. Gute Spielverlagerungen, so wie in diesem Falle. Bin gespannt, was die Werkself da noch zeigen kann. Ja, so beispielsweise könnte es gehen. Ball hochgewonnen. Und jetzt die Möglichkeit im Strafraum. Aber schwierig da für Kögel sich durchzusetzen. Krumbigel. Harsch. Ja, gefährlicher Ball. Frage ist, ob es eine Abseitsposition war. Fahne ging jedenfalls hoch. Und Ereleta Mehmeti scheint komplett konträrer Meinung zu sein. Schauen wir nochmal drauf. Also aus dieser Einstellung sah es schon mehr nach Abseits aus als nach Nicht-Abseits. Kalibrierte Linien und ähnliches haben wir jetzt nicht, aber wäre überrascht, wenn sie in regelkonformer Position stand. Klink. Geht auf Nummer sicher. Wollte, glaube ich, auch AVI anspielen, die sich anbot auf dem linken Flügel. Viele lange Wege auch geht, um immer wieder anspielbereit zu sein. Harsch. Hagel. Wieder Chantal Hagel mit dem Versuch, dieses Mal die rechte Seite zu bespielen. Dongus. Na, ein ganz guter Zweikampf. Und der nächste Ballgewinn weit oben. AVI. Ah, schade. Wollte da Jill Byings auf der rechten Seite einsetzen. Hat nicht ganz geklappt. Emmerling. Wirtz.
Na, Ball von Fröhlich. Leider ein bisschen durch die verschiedenen Linien durch. Da haben wir mal Gabor Galay kurz gesehen. Seit der Saison 2021 Cheftrainer der TSG Frauen. Damals von Jürgen Ehrmann übernommen, der zuvor 12 Jahre am Stück die Hoffenheimerin betreut hatte. Einwurf nach vorne. Na, etwas unglücklich. Einwurf Naschenwengen, die sich für den Ball nach hinten entscheidet. Hagel. Wieder raus auf die linke Seite, Naschenwengen. Ecke für das Heimteam. Offenbar nochmal eine Kurzbesprechung, wie man diese Variante jetzt ausführen möchte. Biller wird's machen. Womöglich mit viel Schnitz aufs Tor zu. Ja, weil war dann ein bisschen kurz und vor allem zu flach. Kontermöglichkeit, AVI. Ja, gut gesehen, dass vorne die Unterstützung ihrer Mitspielerinnen fehlte. Hat sich dann lieber für den Ball hintenrum entschieden. Clever gelöst und das Team eben auch in der Lage, sofort wieder in die andere Richtung zu schauen. Gut rüber gespielt. Jetzt auch Wirtz. Die gemeinsam mit Emmerling. Guter, schöner Ball. Rüber gespielt. Ja, da könnte was gehen. Immer mal wieder Laub, das hier vor unsere Kameras weht. Man sieht das Stadion in einem Gebiet mit relativ viel Wald drumherum. Hat natürlich dann auch an der einen oder anderen Stelle mal Auswirkungen auf dem Spielfeld. Laub sicherlich etwas rutschiger. Aber alles in allem, glaube ich, immer noch ganz gut bespielbar. Ecke bei Bayer 04. Elisa Senz. Ja, gute Ecke. War viel Druck hinter. Von der Flugkurve her nicht schlecht. Hoffenheim hat das letzten Endes dann korrigieren können. Und gibt den Einwurf von der rechten Seite. Und den gibt es ein zweites Mal. Und Juliane Wirtz, eine Spielerin, die durchaus gut, präzise und weit einwerfen kann. AVI. Na, gut gelöst von Jill Byings gegen Gia Corley. Thank you.
Also gibt da irgendwo Diskussionsbedarf noch, beziehungsweise kurze, ja, Pause aufgrund einer Verletzung bei Fabian Dongus. Dachte erst, dass die Schiedsrichterin da nochmal das Gespräch mit einer Spielerin von uns suchen wollte. Ich glaube, Jay Byings war das in dem Fall. Aber es geht um die Kapitänin der Hoffenheimerin, die sich offensichtlich an der Lippe verletzt hat. Hoffen wir mal, dass das nichts Schlimmeres ist und sie gleich dann auch wieder weitermachen kann. Habe jetzt ehrlicherweise nicht erkannt, in welcher Situation sie sich da verletzt hatte. Wird oben, man sieht es, immer noch behandelt. Hoffenheim also aktuell in Unterzahl. Aber eben auch in Ballbesitz, da wirkt sich das nicht ganz so drastisch aus. Hagel. Ja, der Ball dann aber unpräzise. Und die Option jetzt da, weil eben mit Dongus auch eine Verteidigerin fehlt. Schade, dass Kögel mit ihrem Abschluss da nicht besser durchgekommen ist. Feldkamp hat jetzt die Innenverteidigerposition kurzfristig übernommen. Dongus steht aber schon wieder am Seitenrand, muss jetzt noch warten, bis der Ball ein Stück weiter weg ist, damit sie das Spielfeld betreten darf. Klink sicher. Gut gelöst. Byings, Byings. Immer noch. Jill Byings gegen alle. Ja, und dann ging ihr ein wenig der Platz aus. Schade drum. War aber eine gute Situation, in der das Team über Tempo kam. Wo man auch gesehen hat, dass Jill Byings sich, was Geschwindigkeit angeht, jedenfalls ganz sicher nicht hinter den Hoffenheimerinnen verstecken muss. Mit Ball enorm viel Tempo mitgenommen. Auch wenn letztlich der ganz große Erfolg ausblieb. Hoffenheim mittlerweile wieder komplett. Fabian Dongus wieder auf dem Rasen. Friedrich. Wieder der Ball hinten rum. Wirtz und Klink. Ah,
Ball dann in einer Phase verloren, in der Pauline Krumbiegel das fast hätte bestrafen können. Da ist wieder Paulina Krumbiegel am Ball. War ja im Prinzip ein Jahr ausgefallen, ganz bitter in der vergangenen Saison. Hat sich dann nach einer schweren Verletzung wieder zurückgearbeitet. Sukzessive zu mehr Einsatzzeit gekommen. Auch sofort wieder von Martina Voss-Tecklenburg nominiert worden. Und das Vertrauen mit einem Tor gegen die USA auch in der letzten Länderspielpause zurückgezahlt. Na, gefährlich. Möglichkeit ist da. Pfosten. Fast das 2:0 für Hoffenheim. Aluminium rettet. Gegen Nicole Biller. Riesenglück für Bayer 04, dass der Ball nicht reingegangen ist. Nächste Chance aber für die Gastgeberinnen. Da haben wir es nochmal. Biller mit der Riesenchance. Klink hätte kaum eine Chance gehabt, da noch irgendwas dran zu verändern. Melissa Friedrich hatte noch versucht zu stören. Hoffenheim also nicht nur mit dem Tor, sondern auch mit der danach besten Chance dieser bisherigen Partie. Jetzt sehen wir die erste gelbe Karte der Begegnung, und zwar gegen Amira Afawi. Kann man geben. Colley. Harsch und der Ball. Dann eher unpräzise gespielt. Krumbiegel.
Ball wieder hinten rum. Klink. Ja, diese Bälle auf die rechte Seite gefallen mir ganz gut. Kommen häufig sehr präzise. Emmerling, die immer wieder gut anspielbar ist. Naschenweng und Corley. Corley setzt sich da aber nicht durch. Guter Zweikampf. Hat sich Lisanne Greve eben gut reingestellt. Auch gut zu sehen, dass bei der Situation gerade eben drei Spielerinnen sehr ballnah waren. Die Räume eng gemacht haben und letzten Endes dann eben auch für den Ballgewinn sorgen konnten. Guter Zweikampf. Einwurf Hoffenheim. 3 Minuten noch zu spielen in diesem ersten Durchgang. Da haben wir nochmal den Zweikampf gegen Hickelsberger, die da fair vom Ball getrennt wurde. Colin noch retten können. Aber Wirtz löst das perfekt. Gut den Körper reingestellt. Zweikampf frühzeitig bestritten. Szene klug gelöst. Da haben wir es nochmal. Colin mit Tempo. Eigentlich ist relativ klar, was sie vorhat. Aber das ist dann dennoch unterm Strich nicht immer leicht zu verteidigen. Juliane Wirtz hat es gut gelöst. Na, keine Chance für Lara Marti, dort an den Ball heranzukommen. Gibt es nochmal eine Chance in diesem ersten Durchgang? Richtung Ausgleich, das wäre natürlich perfekt für das Team von Robert Depau. Gelegenheiten waren da, allen voran waren es ganz gute Kombinationen, schnelle Kombinationen nach Ballverlusten, die das Team vor allem bis zum 16er wirklich gut gespielt hat. Dann fehlte es häufig noch am finalen Pass und an der finalen Aktion. In Ansätzen und auch ein bisschen darüber hinaus stimmte da aber viel. Wirtz. Mit dem Ball raus auf die linke Seite. Tempo drin, gut gelöst. Kögel, Flanke kommt. Eine Idee zu weit. Aber die Option des zweiten Balles besteht weiterhin. Sens. Wirtz. Schade. Pass war an sich von der Grundvoraussetzung her nicht schlecht. Mal sehen, ob es Nachspielzeit gibt. Ich denke, eine Minute wäre durchaus realistisch. Allen voran wegen der kurzzeitigen Verletzung bei Fabien Dongus. Aber letztlich sind es nur 12 Sekunden geworden.
Hoffenheim war in den ersten 45 Minuten insgesamt die etwas bessere Mannschaft, hatte durch Nicole Biller auch die nächstbeste Gelegenheit, aber noch alles möglich. Hoffenheim zwar überlegen, aber nicht in einer Art und Weise, die uns jetzt so viele Kopfschmerzen bereiten würde, dass man sagen würde, da kann im zweiten Durchgang eigentlich für die Kraichgauerin nichts mehr anbrennen, ganz sicher nicht. Bin gespannt, wie sich die Begegnung entwickeln wird. Und zweite Hälfte jetzt also eröffnet. Hoffenheim in den dunklen Trikots, Bayer 04 in Rot. Nun also von rechts nach links. Soweit wir das überblicken können, gab es jetzt zur Halbzeitpause beidseitig keine Wechsel. Beide Teams also mit identischer Formation weiter im Rennen. Und gibt gleich den ersten Eckball. Mal sehen, was dabei möglich ist. Der Ball kommt, nicht schlecht. Zweite Option. Und nochmal die Schussmöglichkeit und der Pfosten rettet. Riesenchance für Clara Fröhlich. Denke nicht, dass Martina Tofekovic da eine Chance gehabt hätte, den Ball noch zu parieren. Beste Gelegenheit jedenfalls für Bayer 04 in dieser gesamten Partie. Gelbe Karte jetzt gegen Gräve. Wird sie mitleben können. Und hier noch einmal dieser Abschluss, bei dem Tofekovic keine Chance gehabt hätte. Schade drum. Die Ecke zuvor war schon gut. Also wenn das der Auftakt ist für die zweite Hälfte, dann dürfen wir uns, glaube ich, auf einiges freuen. Wird klärt zum Eckball für Hoffenheim. Gut geklärt. Nächste Ecke für die Gastgeberin. Kommt wieder Richtung 5-Meter-Linie. Niemand rangekommen in diesem Falle. Oh, gut gemacht. Und hinten die Abschlussgelegenheit für Biller. Kann diese Vorarbeit Hagels aber nicht nutzen. Also schon stark, wie Chantal Hagel da vorbeigegangen ist mit dem Tunnel. Dann auch noch eine gute Flanke reingebracht hat. Zum Glück nichts weiter passiert. Na, kein guter Ball. Aber Hoffenheim bleibt dran. Jetzt der Freistoß für Bayer 04. Ja, und auch eine Situation, bei der Schiedsrichterin Angelika Söder darüber nachdenken könnte, nun auch zum ersten Mal Gelb gegen Hoffenheim zu geben, sich aber dagegen entscheidet.
Freistoß von der linken Seite. Ball kommt. Konterchance, HVI. Aber da ziemlich alleine auf weiter Flur. Mati. Guter Ball. Ja, Kopfballchance in der Mitte. So schlecht war die Gelegenheit für Kögel, glaube ich, war es in diesem Falle nicht. Sehen wir jetzt nochmal. Flanke von der rechten Seite. Und dann war es eben Christine Kögel, die da mit dem Kopf rangekommen ist. Gute Gelegenheit. Da könnte was gehen. Bayings, Bayings, immer noch Bayings. Abschluss kommt an die Latte und jetzt die Chance auf den Ausgleichstreffer. AVI, AVI und nicht drin. Beste Gelegenheit. Da haben wir es nochmal. Bayings setzt sich durch, kommt zum Abschluss, trifft die Latte. Und dann gut nachgegangen, AVI. Und letzten Endes Martina Tufekovic, die alles richtig macht, damit, dass sie auf der Linie sich wenig bewegt hat. Sich breit macht, aber nicht abgesprungen ist. Nicht spekuliert hat. Also zweimal Aluminium für Bayer 04 im zweiten Durchgang. Erst Clara Fröhlich, unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Jetzt Jill Bayings und dann eben diese Riesenchance unmittelbar danach für Amira AVI. Da ist AVI wieder. Ah, Tackling. In diesem Falle von Niki Billa. Ahndungswürdig. Und Angriff schon wieder über die linke Seite. In diesem Falle Lara Marti. Ah, gut. Aufgepasst. Mal sehen, was da möglich ist. Abschluss kommt aus der zweiten Reihe, aber letzten Endes Tufekovic ohne Probleme. In der zweiten Hälfte gut zu sehen, dass die Mannschaft von Robert De Pauw sich offensiv deutlich zielstrebiger zeigt als noch im ersten Durchgang. 10 Minuten gespielt und die Angriffsbemühungen schon jetzt kumuliert deutlich stärker als das, was wir in der gesamten ersten Hälfte gesehen haben. Und es geht genauso weiter.
Nächste Option, Marti, die zu Boden geht, aber das reicht nicht für einen Strafstoß. Sens. Ja, Missverständnis. Kurzer Ausblick vielleicht schon mal auf die kommenden Spiele. Am nächsten Samstag geht es zu Eintracht Frankfurt, das nächste Heimspiel. Dann am Sonntag, den 4.12. gegen Turbine Potsdam. Gerne vorbeischauen. Das Team zeigt auch heute wieder, dass sich das absolut lohnen wird. Abseitsposition bei Jinks. Chance ist da. Na, Tufekovic hatte sich da kurz Richtung Ball orientiert, dann doch wieder den Weg zurück eingegangen, aber letztlich hat sich das leider dann nicht gelohnt für Christine Kögel. Freistoß. Ja, und Schmerzen. Gibt jetzt auch die erste gelbe Karte gegen eine Hoffenheimerin. Na, und hoffentlich nichts Schlimmeres. Sehen wir jetzt nochmal. Bayings, die da naja, im Bauchbereich getroffen wird, aber sofort große Schmerzen hat. Sah auf den ersten Blick jetzt gar nicht so schlimm aus, aber man sieht es hier sofort an, dass sie da wohl ganz unglücklich auch getroffen wurde. Kann jetzt zumindest widerstehen. Beißt auf die Zähne und wird wohl weitermachen können. Also hoffen wir, dass das auch aushaltbar für sie ist und sie nicht in ein paar Minuten dann ausgewechselt werden muss. Aber gute Nachricht zumindest erstmal, dass sie weitermachen kann. Freistoß kommt. Sens Ball lang in der Luft zu Fekovic mit zwei Fäusten dazwischen. Konter Hoffenheim. Aber gut und clever gelöst. Trotz des hohen Anlaufens der Hoffenheimerin. Ja, jetzt muss man aber aufpassen. Und genau das wird gemacht. Greve, schöner Ball auf die rechte Seite. Und in der Mitte die fast existierende Möglichkeit. Aber
Gibt den zweiten Ball. Zweite Option. Wieder Greve. Wurde ja in der Länderspielpause ausgezeichnet mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Altersklasse U19. Und jetzt die ja nicht ganz ungefährliche Situation. Nächste Schusschance. Dieses Mal aus der zweiten Reihe von Clara Fröhlich. Auch die ausgezeichnet wurde. Altersklasse U17 bei ihr, auch bei ihr die Goldmedaille. Fritz-Walter-Medaille ja zum ersten Mal parallel bei Männern und Frauen. Beziehungsweise Jungen und Mädchen trifft es in der Altersklasse dann eher besser. Eben gegeben wurde die wichtigste Trophäe, die man im deutschen Jugendfußball als individuelle Auszeichnung erhalten kann. Vom DFB verliehen. Und natürlich auch eine Auszeichnung für die Spielerinnen und natürlich nicht nur für die Spielerinnen, sondern für den gesamten Verein, dass gezeigt wird, dass man da momentan auf dem absolut richtigen Weg ist. Zusätzlich ja auch noch Florian Wirz in der Altersklasse U19 ausgezeichnet, auch mit der Goldmedaille. Und hat ja inzwischen bei uns im Verein fast schon Tradition. Wirz U17, Goldmedaillengewinner 2020, zwei Jahre später jetzt auch bei der U19. Kai Havertz 2018. 2016 Benjamin Henrichs U19. 2015 Jonathan Tah. Und wie wir jetzt gesehen haben, kommt die Einführung des DFB auf beide Geschlechter uns jetzt auch durchaus entgegen. Na, Möglichkeit für Hoffenheim. Riesenchance. Und Pfosten. Alu-Festival. Julia Hickelsberger lässt aus. Also beide Mannschaften jetzt mit jeweils zwei Alu-Treffern. Biller und Hickelsberger bei Hoffenheim. Fröhlich und Bayings bei uns. Macht eigentlich viel richtig. Auf der anderen Seite auch gut von Klink, die rauskommt, die sich breit macht, die wenig zulässt. Dadurch muss Hickelsberger versuchen, irgendwie den Abschluss so zu setzen, dass der Ball möglichst knapp an den Pfosten rankommt. Und offensichtlich ist das Gestänge hier in Hoffenheim heute eben besonders breit. Ecke kommt. So, und zum ersten Mal in dieser Partie tut sich was an der Seitenauslinie. Gibt den ersten Wechsel bei eben Bayer 04, um frische Kräfte zu bringen. In dem Fall die von Chiara Bücher. Und Lara Marti
verlässt jetzt eben für sie den Rasen. Marti war zuletzt verletzt, mag auch damit zusammenhängen. Seitenwechsel jetzt jedenfalls von Alexandra Emmerling, die zuvor auf der rechten Seite gespielt hat, nun also auf links gewechselt ist. Und Chiara Bücher orientiert sich zunächst mal auf die rechte Seite. Gut aufgepasst. Zeit genug ist weiterhin vorhanden, um hier diese Begegnung auszugleichen. In Anbetracht der Chancen im zweiten Durchgang wäre das auch durchaus gerechtfertigt und verdient. Wenngleich Hoffenheim auch immer wieder gefährliche Momente gezeigt hat, insbesondere bei Hickelsbergers Pfostenschuss. Greve. Ja, der ist gefährlich! Tufekovic gerade so dazwischen. Machte den Eindruck, als hätte die Torhüterin den Ball zunächst etwas unterschätzt. Hier noch einmal dieser Abschluss von Lisanne Greve. Tolle Flugkurve. Und Martina Tufekovic gerade so noch dazwischen. Schauen wir nochmal drauf aus dieser Perspektive. Ball nimmt eine ganz unangenehme Wendung. Letztlich die Torfrau noch mit einer guten Reaktion und eben in der Lage, das 1:1 zu verhindern. Schade drum, war ein wirklich starker Abschluss von Lisanne Greve. Doppelwechsel jetzt auch bei Hoffenheim. Nicole Biller und Gia Curley haben den Rasen verlassen. Dafür Melissa Kössler, die erstmals nominiert war für Deutschland, neu mit dabei. Und auch Isabella Hartig, neu mit in die Partie gekommen. Und zumindest für uns ganz gute Nachrichten zunächst. Amira Faoui scheint erstmal weitermachen zu können. Ja, Ball gewinnen. AVE. Und da sieht man, dass sie sich wieder fit fühlt. Legt da gleich den Ball ab. Chance für Sens. Greve, dass sie schießen kann, haben wir gerade eben gesehen. Emmerling. Ja, Flanke dann letztlich kein Problem für Tufekovic. Gut dabei. AVE, stark rübergespielt. Das ist die Chance. Und der nächste Lattenkracher. Was ist denn heute los mit dem Aluminium? Das fünfte Mal Alu in dieser gesamten Partie. Christine Kögel lässt aus.
Avoy mit richtig guter Übersicht. Schöner Pass auf Kögel, die auch viel richtig macht. Abschluss passt eigentlich. Oder am Ende wieder die Latte. Und beim Führungstor für Hoffenheim war der Ball ja auch schon an der Latte. Also das ist durchaus kurios, was wir hier zu sehen bekommen. So, war im Übrigen auch die letzte Aktion von Amira Afawi. Und Sophie Stable kommt neu mit rein. Hat viel gearbeitet vorne, Amira Afawi. Im ersten Durchgang stand sie lange Zeit ein bisschen auf verlorenem Posten. Fehlte auch etwas die Unterstützung. Im zweiten Durchgang dann richtig aufgedreht. Womöglich auch eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem sie gerade eben ja behandelt werden musste. Auch wenn es danach nochmal ging, aber will man vermutlich nichts weiter riskieren. Bayings. Krummwinkel gut gelöst. Ball kommt. Gut aufgepasst. Nächste Behandlungspause. Gibt jetzt doch erkennbar mehr Unterbrechungen. Katharina Naschenweng, die sich da irgendwie wehgetan hat. Womöglich eine unglückliche Bewegung, was auch immer. Wirkte jetzt an sich die Aktion nicht sonderlich spektakulär. Aber als hätte jetzt irgendwo im muskulären Bereich, im Rücken, da was zugemacht. So scheint es ein bisschen. Mal sehen, ob sie weitermachen kann. Oder ob Gabor Gadai gezwungen ist zu wechseln. Gute Viertelstunde noch in dieser zweiten Hälfte doch sehr unterhaltsamen Partie, die sich Tore verdient gehabt hätte. Bayern 04 alleine mit 3 Alu-Treffern in diesem zweiten Durchgang. Und der ist noch nicht mal eine halbe Stunde alt. Hoffenheimer Konter, ja, gar nicht schlecht gespielt, gibt den Vorteil. Und letztlich der Schussversuch, ich glaube Harsch war es, doch deutlich übers Tor. Geht weiter hinten. Fröhlich gemeinsam mit Klink. Eckball Hoffenheim.
Ball kommt. Gut rausgeköpft. Und gibt weitere Wechsel bei Hoffenheim. Harsch geht. Sarai Linder kommt. Und auch Tine de Kanyi kommt neu mit rein. Genau, und Katharina Naschenwegen hatte ich jetzt auf den ersten Blick nicht gesehen. Aber das hatte sich ja fast angedeutet nach ihrer Behandlungspause. Muss jetzt runter. Also Harsch und Naschenwegen runter. Dafür, wie gesehen, Sarai Linder, so ist richtig. Und Tine de Kanyi neu mit dabei. Oh, gute Möglichkeit jetzt für Hoffenheim. Achtung, das wird richtig gefährlich. Kössler liegt rüber und da ist das Tor. 2-0 Hoffenheim. Doppelpack Mehmeti. Aber Melissa Kössler gehört der größte Anteil an diesem Treffer. Weil sie das richtig stark macht. Hier sich durchsetzt. Tempo aufnimmt. Dann das Auge für ihre besser postierte Mitspielerin hat. Am Ende leider kein Abseits gepfiffen. Und somit steht 2-0 für Hoffenheim. Durchaus glücklich, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Zwölf Minuten haben wir noch. Also aus ist die Partie noch nicht, weil eben auch das Team in der Lage war, Chancen zu kreieren. Und da sieht man es. Spüren sich da nochmal ein auf die letzten Minuten. Sieht man so auch selten, aber genau diesen Spirit braucht es dann in solchen Situationen. Auch wenn es eben in einer Szene wie dieser jetzt nicht so richtig glücklich wirkt. Also zwei Wechsel auf unserer Seite. Nikolic und Blagojevic neu mit dabei. Für diese Schlussphase. Kögel unter anderem vom Feld. Und ich meine, die andere wäre Juliane Wirz. Das aber ohne Garantie. Und zwar so sehr ohne Garantie, dass wir Wirz da, glaube ich, im Zweikampf gerade hinten haben. Gut dabei. Bei Inks. Also Lisa Greve, die andere, die eben runtergegangen ist, gerade eben.
Guter Ball von Fröhlich. Gute Option über die rechte Seite. Bücher. Bücher, Flanke kommt. Freistoß, Hoffenheim. Viertelfinaleinzug wäre für Hoffenheim natürlich ein Erfolg. Die Mannschaft möchte verständlicherweise noch ein bisschen mehr. Und bei uns, ja, durften sich die letzten Jahre im Pokal durchaus sehen lassen. Mit zweimaligem Erreichen der Halbfinals in den vergangenen 3 Jahren. Vor allem eben auch immer wieder richtig bissigen Spielen gegen die TSG Hoffenheim. Hab's schon eingangs erwähnt, 2019, 20, 21 und 22 jetzt auch gab es dieses Duell im Pokal immer. Erste Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams im Übrigen 2008. Damals war keine der beiden Teams in der Bundesliga. Hat sich also viel getan. Aber auch damals ging es in die Verlängerung. Ah, jetzt wird es gefährlich und 3-0. Das ist dann die Entscheidung. Hattrick Mehmeti. Ähnliches Tor wie das 2-0. Hickelsberger setzt sich da durch, legt den Ball rüber und Mehmeti in der Mitte freistehend mit einem soliden Abschluss, sodass wir vermutlich rund 6 Minuten vor Ende der Begegnung anerkennen müssen, dass Hoffenheim heute effektiver und letztlich auch effizienter vor dem Tor war. Effizienz unsererseits gar nicht so richtig vorhanden. Gute Chancen waren da, aber immer wieder rettete die Latte, rettete der Pfosten oder Martina Tufekovic, die auch eine richtig gute Partie macht. Also Chancen waren da, Chancen waren im Übrigen auch da für 3 Tore für Bayer 04. Aber ähnlich wie in der Liga vor der Länderspielpause vor 2 Wochen wird die Mannschaft hier am Ende voraussichtlich unter Wert geschlagen. Und es ist wieder das Thema Chancenverwertung, das sich ein bisschen mit wenigen Ausnahmen, allen voran mit der Ausnahme gegen Essen, ja schon durch die letzten Wochen und Monate zieht. Ärgerlich, dass das heute nochmal so deutlich wurde. So, es gibt nochmal einen Wechsel. Vanessa Leimenstoll kommt neu rein. Und die dreifache Torschützin Ereleta Mehmeti geht runter. Gute Leistung von ihr, auch fernab ihrer 3 Tore. Sie stand bei den entscheidenden Szenen auch einfach richtig gut mitgelaufen. Das war nochmal Tor Nummer 1. Bisschen darauf spekuliert, dass Harsch den Zweikampf gewinnen könnte. Und danach zweimal eben von Vorarbeiten durch Hickelsberger profitiert. Nächste Option für Hoffenheim, Krumbiegel, aber noch gestoppt.
Klink. Konnte bei den Gegentoren wenig machen. Anna Klink. Waren jeweils Situationen, in denen die Abschlüsse aus kurzer Distanz kamen. Und Ireleta Memeti hatte heute eben auch einen sehr treffsicheren Tag, in dem sie in der Lage war, all diese Situationen perfekt zu konvertieren. Na, gute Gelegenheit. Kopfballchance nochmal in der Mitte durch Milena Nikolic. Fehlte ja auch im Spiel gegen Hoffenheim in der Liga. Inzwischen wieder fit. Und auch wenn es heute nur den Kurzeinsatz für sie gibt, wichtig natürlich für Robert Depau, dass die angespannte Kadersituation sich inzwischen wieder etwas entspannt hat. Auch wenn heute weitere wichtige Spielerinnen nicht mit dabei sind. Mit Vida Fuso Matisik und Ostermeier ist das natürlich schon ein Aderlass. In der Spitze wie in der Breite. Aber es war eben unter anderem im Spiel gegen Hoffenheim in der Liga noch deutlich schwieriger. Und dennoch, wie vor gut zwei Wochen, auch heute eine gute Leistung. Und ja, umso ärgerlicher, dass es dann am Ende wohl nichts mit dem Weiterkommen im Pokal werden wird. Kurzer Blick auf die beiden Parallelpartien, die zeitgleich mit uns gestartet waren. Turbine Potsdam führt zum jetzigen Zeitpunkt mit 1:0 gegen den 1. FC Köln. Freiburg weiterhin 1:0 vorne gegen Meppen. Und Wolfsburg, deren Partie eine Stunde nach uns begonnen hat, führt bereits jetzt mit 3:0 beim 1. FC Nürnberg. Begojevic raus auf Bücher. Chiara Bücher, ja, ganz gutes Dribbling. Dann aber eben auch nicht in der Lage, da noch mehr draus zu machen. Sens. Hier wieder am Ball. Fröhlich. Gut rüber gespielt auf die linke Seite. Emmerling, die da versucht hatte, den Ball noch etwas weiter nach vorne zu spielen. Mal sehen, wie viel es am Ende oben drauf gibt. Hab's jetzt von der Schiedsrichterin nicht ganz genau gesehen, was sie angezeigt hatte. Gab Wechsel, gab dazu auch zwei, drei Verletzungsunterbrechungen. Also 4 Minuten würden mich nicht überraschen, es sind letztlich aber nur deren 3. Das Ergebnis deutlich zu hoch. Ich denke, das werden selbst die Hoffenheimer Fans und Trainergespann und Spielerinnen so anerkennen. Jetzt nochmal die Möglichkeit für Bayings, aber Absatzposition gegen sie gepfiffen. Ja, sie war eine der Spielerinnen, die gute Chancen nicht haben nutzen können. Auch bei ihr war das Aluminium dazwischen. 3 Tore, wie gesagt, insgesamt deutlich zu hoch. Hängt damit zusammen, dass das Team hinten raus aufmachen musste, viel nach vorne investiert hat, dann sich 2 Konter gefangen hat. Hoffenheim unterm Strich nicht ganz unverdient, weil sie eben dann doch mit den Möglichkeiten besser umgehen konnten, mit dem Weiterkommen. Aber in dieser Deutlichkeit ist das dann doch eine Spur zu viel. Schade, dass das Spiel nicht hinten raus noch offener gestaltet werden konnte vom Ergebnis her.
Rein spielerisch kann sich die Mannschaft im zweiten Durchgang aber wenig vorwerfen. Jetzt nochmal das Foulspiel. Etwas unglücklich. Dongos, die da getroffen worden ist. Da haben wir die Szene nochmal. Ja, unglücklich von Sens. Und Bayings ärgert sich da ein bisschen über diesen Pfiff an der Schiedsrichterleistung. Lag es am Ende des Tages heute nicht. Angelika Söder hatte die Begegnung eigentlich zu jedem Zeitpunkt ganz gut im Griff. Offizielle Zuschauerzahl haben wir gerade gehört. 704 Fans im Stadion. Durchaus ordentlich. Und ein bisschen mehr als vor etwas mehr als zwei Wochen in der Liga. Dafür leider auch der Sieg am Ende, ergebnismäßig jedenfalls etwas deutlicher als in der Liga. 3:0 gewinnt Hoffenheim gegen Bayer 04. Glückwunsch an das Team von Gábor Gallay.